So, hier nochmal ein paar Hinweise zur Kupplung, weil ich gerade dabei bin, habe das Teil hier mal aufgearbeitet. Wichtig ist auch hier diese Gleitstifte. Da kommt kein Fett oder Öl rein. Auf gar keinen Fall hat in der Kupplung Öl oder Fett in irgendeiner Art und Weise was zu suchen. Diese Stifte hier, die müssen auch so leicht funktionieren. Man muss das hier wirklich runterdrücken können, ohne dass da irgendwas blockiert. Das ist ganz wichtig. Macht man da Fett oder Öl rein, die Kupplung nutzt sich ab. Und dieser ganze Kupplungsstaub setzt sich sofort an den Stellen ab, wo Öl oder Fett haftet. Und dann hat man spätestens an der Stelle ein Riesenproblem, weil das dann sofort blockiert. Und dann gibt es ein Kupplungsruckeln und alle möglichen Auswirkungen hat das dann, oder die Kupplung arbeitet gar nicht mehr richtig. Das ist dann eine Folge dessen, dass man es an der Stelle zu gut gemeint hat. Also wirklich metallisch, blank, sauber arbeiten. Ja. Vielleicht auch nochmal ein Hinweis hier zur Abdichtung. Da haben ja auch viele Probleme, dass sie mir immer wieder sagen, oh, bei mir läuft das Öl aus dem Motor. Ja, das ist normal. Der P3 hat nur eine Labyrinthdichtung. Die arbeitet auch nur, wenn der Motor dreht. Das ist links gedreht, das ganze Teil. Und da kann man auch nichts machen. Ich empfehle da eigentlich auch nur eins, etwas weniger Öl. Also bitte die Bedienungsanleitung beachten, etwas weniger Öl drauf, weil der Motor hat, beziehungsweise die Ölwanne oder der Ölvorratsbehälter hat ein Rückschlagventil, das ist meistens nicht dicht. Das heißt, im Stand läuft das Öl nach unten durch und überschreitet dann hier diese kritische Marke und tritt dann im Stand hier aus. Und da hat auch der geneigte B3-Fahrer, wird es wissen, hier ist ja so eine Gummidichtung, wo viele sagen, oh, ich brauche eine neue Gummidichtung. Alles Blödsinn. Ich lasse die Gummidichtung bei mir ganz weg, weil wer sich das mal anguckt, weiß genau, dass diese Gummidichtung eigentlich in dem Sinne gar keine Funktion hat. Die fungiert als Schleuderblech. Wichtig ist, dass dieses Blech dahinter da ist, dass das Öl während des Laufs nicht direkt hier gegenprallen kann. Ansonsten könnt ihr das Gummi getrost weglassen. Und wer meint, auf Simmering umbauen zu müssen, soll das ruhig tun. Ich habe damit keine guten Erfahrungen gemacht. Ich lasse das so. Etwas weniger Öl, nicht immer bis Maximum. Betriebsanleitung genau beachten. Wie kontrolliere ich den Ölstand? Ich habe festgestellt, viele wissen das auch nicht. Keiner hat Lust, die Betriebsanleitung durchzulesen. Und schon passiert es, dass man frühs unterm P3 einen riesen Ölfleck hat. Und keiner weiß, woher. Also ich persönlich lasse dieses Gummiding da komplett weg. Nützt gar nichts. Wichtiger ist es, an der Stelle hier drunter Dichtmittel zu machen, auf diese Fläche auftragen, dass wenn ihr das Schrunkrad aufsetzt, die Schrunkmasse aufsetzt, dass hier kein Öl durch die Bohrung ins Innere der Kupplung gelangen kann. Ja? Hier außenrum ist immer eine gewisse Undichtigkeit, aber das wird alles vom Entlüftungsrohr abgefangen. Ein gewisser Ölnebel ist auch normal. Was ich auch empfehlen kann, unten in der Kupplungsglocke einfach diese Ablassschraube weglassen, sodass, wenn eventuell ein bisschen Öl austritt, das sofort wieder nach unten weg kann. Ja? Also muss man selber wissen. Ansonsten, wer die Kupplung schon mal gemacht hat, ich regeneriere mir hier schnell mal zwei Scheiben, alte Belag runter, neue Nieten habe ich mir dazu geholt, Belege habe ich sowieso da, das ist kein Problem. Das dauert nicht lange, kann man das aufnehmen. Wer an die Kupplung rangeht, das ist eine Zwei-Scheiben-Trockenkupplung. Wichtig ist, dass man diesen Zentrierdorn hat. Das ist hier eine alte Hauptwelle, die kann man da nehmen. Man kann auch vom Golf 1, der hat dieselbe Verzahnung im Antrieb, dreht sich das passend runter. Denn es ist wichtig, eine Zweischeibenkupplung, die Verzahnung von beiden Scheiben übereinzukriegen. Das kriegst du nur im ausgebauten Zustand, indem man wirklich diese da reinfädelt. Zentriert das hier auch zum Motor, das ist ganz wichtig. Also mit der hier dann reingehen und dann erst festziehen, weil sonst kriegst du später, wenn diese Verzahnung so ein bisschen gegeneinander verdreht ist, kriegst du niemals das Getriebe dran. Ja? Also ohne diese Hilfsvorrichtung, Zentrierdorn, keine Chance. So. Und dann auch ganz wichtig, ich sage es immer wieder, wenn ihr die Kupplung auseinanderbaut, der P3 hat zwei verschiedene Kupplungsscheiben. Eine vordere, eine hintere, und die sind auch verschieden aufgebaut. Man sieht das hier an den Nietenköpfen. Einmal habe ich hier den hohen Überstand bei den Nietenköpfen. Einmal habe ich hier den niedrigen Überstand. An den Nietenköpfen erkenne ich es eigentlich am besten. Ansonsten, wenn man so richtig hinguckt, sieht man schon, dass diese Form, ja, eine Seite flach, eine Seite hoch. Hier ist die Seite auch hoch.
und etwas flach, aber es sieht, wenn man richtig hinguckt, sieht man schon, dass das hier doch sehr viel weiter rausguckt. Also die sind unterschiedlich. Die Einbaureihenfolge ist auch zu beachten. Wie rum baue ich die dann rein? Mache ich das falsch? Zum Beispiel, dass ich diese beiden hohen Teile in der Mitte übereinander habe, dann kann es passieren, wenn ich die so montiere, dass meine Zwischenplatte gar nicht mehr greift. Ja? Also bitte achtet darauf, markiert euch die Scheiben, wie rum die reinkommen, damit euch sowas nicht passiert und damit die Kupplung nachher auch schön funktioniert. Bis denn dann. Zwischenplatte für die Kupplung. Das sind keine normalen Federn, das sind konische Federn und das dicke Ende des Konus kommt in die Zwischenplatte, sodass die richtig fest sitzen, diese Federn. Fest und gerade sitzen. Man sollte auch die Fläche hier beachten, Zwischenplatte einfach nochmal überdrehen, wenn die schon angelaufen ist. Manchmal sind auch Spannungsrisse da drin. Dann sollte man die Platte austauschen nach Möglichkeit. Ansonsten 1-2 Zehntel runternehmen, ist überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, die Federn wieder richtig einbauen.